Hallo, Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Krustenserver. Auf den Krustenserver. Wir bauen heute eine Scheune. Und wie ihr schon erkennen könnt, habe ich hier das Haus weitergebaut. Es ist so ähnlich wie auf den Server von Marius. Etwas anders. Mir gefällt es bis jetzt noch nicht so gut. Ich wollte es halt hier so im Stil von Wald bauen, deswegen auch den Ton dazwischen. Wir bauen aber jetzt eine Scheune, und zwar da hinten, wo man sieht, dass die ganzen Blätter schon weg sind. Wir haben da auch gerade eine geile Fläche gefunden, wo wir vielleicht noch was Cooles bauen können. Wir wissen selbst noch nicht was, aber da kann man auf jeden Fall was bauen, weil das sehr cool da aussieht. Und ja, gucken wir mal. Also wir müssen hier ein bisschen so lang gehen. Und hier vorne wird die Hütte hinkommen, also hier hin. Irgendwo hier. Also hier drauf. Wir haben schon ein bisschen hier die Fläche weggemacht, damit wir Platz haben. Wird wahrscheinlich noch zu wenig sein. Und hier ist diese coole Stelle. Da kann man auf jeden Fall was Geiles bauen. Hier oben zum Beispiel ein großes Haus hin und dann hier unten irgendwie, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Oder wir machen da so einen Wasserfall. Nee. Nimmt nur die ganze Aussicht weg. Quatsch. So, wir haben auf jeden Fall die Sachen dabei. Dafür ein Stack schon mal grün Farbe. Gut, dann fangen wir an mit den Holzbalken, würde ich doch eher mal sagen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt hier vorne an, also hier ungefähr. So wie ich das auf dem Foto, wir haben nämlich so eine Abbildung von dem Teil, aber wir bauen das natürlich etwas anders. Auch mal wieder auf, ne? Ist das so, dass hier dann das so ist? Ich würde sagen, wir machen das so. Warte, ich gucke ganz kurz das Bild nochmal an. Hier unten machen wir wirklich Steine und machen oben dann diesen Ton. Ja, hab schon gesagt. Aber wir nehmen Ziegelstein am besten. Nee, das ist für eine Scheune hässlich. Noch so, so. Und dann kommt hier nochmal so. Also ich würde das halt anders bauen, wie das... Ah nee, das hab ich ja gesagt, das kommt ja so nach... damit der Stein so nach vorne ist, machen wir so. Ah, nach hinten ist man nicht. Dann haben wir so ein Fenster. Gut, dass ich wieder Doppelklick hab. Ja, nice, du hast keine Schuhe an. Ich weiß, die sind kaputt. Oh. Ein Dreierfenster wahrscheinlich, ne? Also so drei hoch und dann... Nein, das ist ein Zweier. Ja, aber wir müssen das ja nicht so machen. Ja, natürlich müssen wir es nicht machen, aber warum sollen wir es denn übertrieben zu hoch machen? Oh Gott. Okay, dann machen wir halt so. Boah. So, und dann noch ziehen wir die natürlich hier durch. Hui. Noch ein hoch. Ja, können wir gleich machen. Ich bin jetzt ich kann das ganz hochziehen, was weiß ich, wie hoch. Dann, ich muss das mal eben abfotografieren. Das ist einfacher, wenn ich das abfotografiere. Statt immer rauszutappen, dann seht ihr nämlich erstens gar nicht, weil es Standbild ist. Mach mal Glas schon direkt, ne? Dann haben wir schon direkt Glasscheiben. Aha. Hallo, Spinne. So. So, dann haben wir hier die Tür, die ist auch 3. 1, 2, 3. Dann wird dann hier kommt der nächste Balken hin. So, dann mache ich einen höher. Und dann kommt hier nochmal diese gleiche Wand. 1, 2, 3. Und dann hier wieder einen Balken. Und wie viel ist denn nachgewachsen hier? Was? Viel nachgewachsen. So. Das wäre im Groben schon von vorne die Scheube. Scheune. Die Scheube, wer kennt's nicht? Und dann kommt das so. Kennt man ja wahrscheinlich so einfach. Die Balken durchziehen. Und hier natürlich auch. Das ist jetzt hier so der Eingang. Und ja, und jetzt kommt eigentlich nur noch. Also ich würde sagen, wir machen auch erstmal eine Wand, oder? Ja, und wir können ja natürlich erstmal nur eine Wand. Wie sieht das denn sonst aus? Wir machen das erstmal. Warte mal. Wir können die natürlich auch gar nicht so machen, wir können die auch ganz anders machen. Das ist wie ein anders machen. Aber ich mache erstmal 1, 2, 3. Ne, warte, du musst das hier weg. Dann wäre das ja schon 3. Interessant, wo ist der Ton? Ja. So, das wird jetzt hier komplett zu sein, weil muss ja nicht überall Fenster sein. Dann machen wir erstmal so, dann kommt hier nochmal 1, 2, 3. So, und das machen wir jetzt erstmal
Ein paar Mal. Dann machen wir schon mal am Boden, dann ist es einfacher, euch zu sehen. Dann können wir auch direkt gucken, wie lang die werden soll. Ja, schon, wir schon müssen so, auf jeden Fall noch ein bisschen die Wasser machen. Mache erstmal so. Obwohl, ist sie so groß, reicht die, oder? Die muss ja nicht so riesig theoretisch werden. Theoretisch ist die 1, 2, 3, 4, 5. Die ist ungefähr 25 Blöcke breit. Auf dem Bild. Ja, auf dem Bild. Wir müssen aber nicht so groß bauen, wir haben ja eh noch nicht mal ein Tier hier. Mal erholen. Ja, ist aber etwas schwierig. Wir müssen generell hier alles wegmachen. Ich möchte hier hinten noch irgendwie so eine Art Feld machen oder irgendwie, wo die halt rausgehen können. Ja, natürlich. Das können wir aber auch hier vorne machen, weil hier vorne ist so ein schöner See, da. Ja, aber wir können es auch nach hinten raus machen, weil da eh nichts ist. Dann sind die sonst bei uns alle am Haus. Mal gucken. So. Hier vorne halt den Eingang, so mit so einer Art Feldweg oder sowas. Bis zu unserem Haus hin. Machen wir erstmal so, dann machen wir mal kurz Feldwurst. Auf jeden Fall. So. Dann können wir hier ein Fenster machen. Hier ein Fenster machen. Hier ein Fenster. Und hier ein Fenster. Das hier können wir nicht überall Fenster machen, das sieht sonst hässlich aus. Dann machen wir hier kein Fenster. Mach die Fenster mehr oben. Mach die, dass mal die nicht unten an den bei den Kühen und so und halt überall ist. Also bisschen sonst zu viel, ey. Hier sieht ein Fenster. Ach, hier kommt auch gar kein Fenster hin. Okay, warte mal. So, wir ziehen erstmal die Balken durch. Das verwirrt mich halt so ein bisschen. So. Warte, ey. Muss die Erde wegmachen, ey. So. Also falls jemand hier von Krustenserver noch hier zusieht, wer möchte Erde haben? Die werden wir noch gut gebrauchen können. Hier. Für den Stall, für die Schweine oder was? Nein. Warum denn okay, nicht? Machen wir jedes zweite, machen wir da einfach eine Scheibe rein. So. Ich würde die Scheiben oben machen. Dass sie nicht unten sind. Ja, natürlich, unten kommen ja die Tiere rein. Ja, die müssen ja vielleicht ein bisschen rausgucken. Haben. Natürlich dürfen die rausgucken und so. Ach Quatsch, die haben die riesen Tür doch da. Ja, wow. Ist doch so. Ist auch so cool. Ja, natürlich ist sie cool. So, machen wir nochmal hier. Ja, der ganze Boden hier zum Rausgucken. Boah, wir brauchen noch richtig viel Weizen, ne? Ach echt? Ist aber auch nicht so schwierig, denn wir haben doch noch ein ganzes Weizenfeld. Echt? Ja, natürlich haben wir das doch noch. Das ist nicht, ich war schon lange nicht mehr bei uns am Haus. Ja, da, wo die Mühle ist. Ach ja. Mein Gott, ey. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall ein Fenster drin. Mhm. So. Dann haben wir hier alles zu. Und dann haben wir hier wieder ein Fenster drin. So. Und dann haben wir hier wieder alles zu. Man könnte theoretisch... So, warte mal, jetzt machen wir hier... Man könnte hier so ein Half-Step reinsetzen oder sowas, dass man so eine Art Muster im Fenster hat. Ach, jetzt das Fenster... Ja, Moment, ich muss erstmal... Erstmal muss ich hier diese Balken hier so frei machen. So. Haben wir das jetzt überall? Mal. Ja, hier nicht. Hier. So. Jetzt kommt man hier rein. Ist ein bisschen sehr klein, also ein bisschen das sehr... Das sieht scheiße aus hier. Ja, ich weiß. Und dann machen wir hier auch ein Fenster rein. Die Wand hier weg. Halt so, ey. Gott, ey. So, dann haben wir halt zwei Fenster und dann halt gar keine mehr. Ja, mach das lieber mal so, warte. Ist auf jeden Fall sehr klein, wenn man jetzt bedenkt, dass jetzt gleich hier noch ein Stall reinkommt. Versetz die Fenster alle immer. Das sieht sonst bescheuert aus, wenn Fenster ist. Hä? Ja, hier jetzt ein Fenster rein, hier wieder zu. Hier ein Fenster rein. Hier ist doch nur ein daneben, ey. Ja, und das ist aber dann wieder abwechselnd. Total.
Ja, und hier auch. Boah, ist jetzt genau andersrum nur. Ja, aber das ist dann nicht direkt hier mit dem Fenster. Nochmal noch ein Fenster neben. Huch. Das wieder so. Jetzt hier zumachen und dann wieder hier aufmachen. Dazu. So. Schau mal eben das Glas und gucke, wie weit die Kakteen sind. Jetzt kann er natürlich schon mal so machen. Was kann man machen? Eine Werkbank erstmal. Hallo Spinne. Was geht Werkbank ab? Ist immer wichtig. Wenn schon mal so machen, dann haben wir schon mal ein bisschen Licht hier. Dann setzen wir hier draußen die Werkbank hin. Gewachsen. Und machen ein bisschen Sticks und so. So ein paar. Ja, damit wir jetzt Zäune machen können, weil Zäune sind immer schön zum Dekorieren und so. 24 sollten doch erstmal reichen. Dann machen wir zum Beispiel, können wir hier so schön ein paar Zäune reinmachen, damit das ein bisschen anders aussieht. Und zum Beispiel könnten wir auch so machen. Wir nehmen jetzt das hier mal und machen ein paar Treppen. Und dann tun wir die Treppen hier so hin. Na, sieht das was aus? Vielleicht machen wir dafür den Zaun hier mal weg. Den hier auch und den hier oben auch. Warum hast du denn da schon einen Zaun hingesetzt? Und die grünen. So, 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 so. Alles klar. Kann man das so lassen oder sieht das irgendwie doof aus? Ich komme gerade erst wieder zurück. Ich hab Glas geballert. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber wer weiß, wie viel wir abschlagen. Ich fände es ja besser, wenn das jetzt ein höher wäre. Was? Ja, das Ganze hier, eins höher. Dann hat man dann Dreier. Dann sieht das irgendwie vielleicht schöner aus. Nein, das sieht nicht schön aus. Ey. Vielleicht sollte ich das auch hier die Treppen etwas anders setzen. Warte mal. Vielleicht so. Machen wir mal einfach mal. Testen wir das. So. Ja, lassen wir erstmal so. So, Glas ist schon mal drin. Ja, kannst du schon den Boden ausheben. Ach so, okay. Ja, hättest mal die Fackeln alle an die Wand gemacht. Wäre das vielleicht noch praktisch. So, die Blumen hier weg, hier, die stören jetzt. An die Suche habe ich das ja gemacht. Du störst auch. Ja. So, so und dann einmal so. Gut. Etwas merkwürdig, aber naja. Machen wir noch den Boot raus und dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon zu Ende. So lang sollte sie nicht sein. Ich weiß nicht, wie lange sie gerade ist, aber ich denke mal so an die 10 Minuten ist sie schon. Was kommt hier überhaupt vom Boden rein? Ich würde Schwarzholz aufnehmen. Okay. Ach, was mache ich denn hier? Können wir auf jeden Fall auch noch mit Steine machen und so. Ja, beides verschieden. Und in den Feldern da drin selber auch wieder immer nach Bestimmung halt. Vielleicht die Hühner kriegen grobe Erde und Sand. Ja. Machen wir noch über hier rein ein bisschen Holz. Hier fehlt noch einer. Gut. Dann würde ich mal sagen, geh mal da weg. So, war's das mit der Folge. Heute kommt die wahrscheinlich etwas später, weil wir haben lange gefarmt dafür. Und ja, bis dann. Tschüss. Ciao.